Jo Leute, was geht? Willkommen zu Pokémon Legenden Arceus. Wann kam es raus, Leute? Ich habe mich Monate, Jahre davor gedrückt, dieses Spiel zu spielen. Durch die Amazon Wishlist und einem netten Abonnenten ist jetzt möglich, dass ich Arceus spiele. Und ich habe ganz wenig Bock drauf. Ist für mich ungespielt einer der schlechtesten Pokémon überhaupt. Von dem nur, was ich gesehen habe. Aber versucht einfach mit mir 2 Stunden Spaß zu haben. So, welchen Dude nehmen wir? Keiner davon sieht aus wie ich, deswegen nehmen wir sie. Und die nehmen wir natürlich Steffi. Ich weiß auch schon, welches Starter ich nehme. Ich nehme auf jeden Fall Flamli. Die anderen beiden sind Müll. Ha. Hallo! Wach auf! Manche behaupten, es ist grafisch das beste Pokémon, haben die Tomaten auf den Augen. Wie würdet ihr es finden, wenn ich morgen im Stream so eine Mütze an hätte wie er? Ihr müsst euch, also eine Sache, ihr müsst mal ein bisschen auch eure Augen an, ihr müsst Spiele mal anders betrachten und nicht nur aus dem ich will ein Spiel spielen Gameplay-mäßig. Man muss auch mal ein bisschen darauf achten, worauf es ankommt bei einem Spiel. Und beim Spiel, die allerersten Minuten, genau wie beim Film, wenn ihr einen Film guckt, die ersten Minuten sind die wichtigsten. Das heißt, in den ersten Minuten muss alles on top sein. Und hier ist nichts on top. Okay, scheiß drauf. Wir werden jetzt einfach mal unvoreingenommen rein starten. Wir laufen erstmal, aber ich habe das Gefühl, es sieht besser aus als Purpur und Karmesin. Habt ihr gesehen, wie der Mund aufgegangen ist? Macht der Mund so, es zieht. Also die Kamera. Wieso haben die Kamera in Purpur und Karmesin wieder so beschissen gemacht? Die Kamera hier ist echt gut. Endlich mal ein ordentliches Game, so ist es eben. Endlich mal was Gutes hier. Okay, ich kann verstehen, wieso die Leute sagen, es ist das grafisch beste Pokémon. Weil es besser aussieht als Schwertschild und auch besser als Karmesin und Purpur. Es sieht besser aus. Aber wieso? Es sieht nicht gut aus. Versteh mich nicht falsch, aber besser als Purpur und besser als Schwert. Obwohl ich die Ruten bei Schwert würde ich rauslassen. Die würde ich mal rausnehmen. Ich glaube, die Ruten sind immer noch schöner, aber gefällt mir. Du kannst Pokémon fangen, indem du Pokémon auf sie wirfst. Halte ZR gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. Wenn du die ZR-Taste wieder loslässt, wirfst du den Ball. Alles klar, machen wir. Also die Wolke sieht so schrecklich aus, ne? Vielleicht kann ich hier mal einblenden, wie die dunkle Wolke beim N64 aussah, bei Zelda Ocarina of Time. Da sah die dunkle Wolke überm Todesberg so viel besser aus. Ja, also, vielleicht auch für die Leute auf YouTube, die das vielleicht nicht wissen, weil sie Arceus nicht gespielt haben und jetzt das erste Mal Arceus sehen. Arceus ist quasi die Vergangenheit von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Wie viele Jahre voraus, Malta? 1000 oder so? Also es ist also quasi die gleiche Region wie Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, nur vor hunderten Jahren. Das war zum Beispiel ein riesen Kritikpunkt von Samtzockt, auf den ich sehr viel halte, der gesagt hat, beim Spiel ist es so, dass du immer nur von diesem Punkt zum nächsten Punkt läufst. Bin ich gespannt, inwieweit sich das bewahrheitet. Also bislang ist es schon so, es war jetzt der zweite Punkt. Von Punkt zu Punkt läuft man angeblich immer. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ist auch ein bisschen hier für die. Guck, der nächste Punkt, okay. Ist ja auch ein bisschen für die Wissenschaft, ne? Also, nächster Punkt. Die zeigen einem sogar den Punkt zur Tür an. Der nächste Punkt. Also, ich habe nichts gelesen und ich weiß trotzdem, wo ich hingehen. Oh. Ah, nee, schade, ich dachte schon. Das ist so ein. Die mich für länger verfolgen, kennen das. Das ist für mich das Indiz, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Guckt auf die Füße. Es gibt ein. Vielleicht suche ich fürs YouTube-Video den Begriff nochmal eben raus, dann blende ich den hier ein. Es gibt einen Begriff, der sagt, dass die Füße sich ausrichten nach Treppenstufen oder nach unebenem Boden. Und das ist für mich immer so das Indiz, ob ein Game gut ist oder nicht. Und hier ist es genauso wie in jedem anderen Pokémon-Spiel auch. Es ist eigentlich nur die Treppe eingezeichnet, aber hoch geht sie eigentlich hier diese. Selbst das nicht. Man läuft einfach komplett in der Luft. Also, stellt euch vor, ihr habt das Game für 60 € gekauft.
Und dann schwebt ihr einfach. Das ist wirklich das Einfachste, das Billigste vom Billigsten vom Billigsten. Wenn ich ein Spiel programmieren würde oder erstellen würde, das wäre für mich das Allerwichtigste, dass die Person, mit der ich rumlaufe, auch immer Bodenkontakt hat. Was ist das hier? Ich kann mich da stundenlang drüber aufregen. Weiter geht's. Das ist immer so ein Indiz mit dieser Treppensache für mich bei einem Spiel, ob der Entwickler, das ist auch nicht schwer, ne? In Unity zum Beispiel, das ist eine Game Engine, das ist, ich weiß natürlich nicht aus erster Hand, aber so wie ich das gehört habe, nur ein Haken, den man reinmachen muss bei dem Charakter oder bei dem Spiel, oder wie gesagt, ich bin kein Game Developer, keine Ahnung. Aber das ist nicht schwer zu programmieren oder so, dass man da übelst viele Stunden reinhacken muss. Es gibt Game Engines, die haben das vorinstalliert. Da machst du nur einen Haken rein und dann haben die das, dass die Füße sich perfekt austarieren, wenn es ein Skelett gibt in der Person, in dem Charaktermodell. Dass die Füße sich vernünftig austarieren. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist übel schwer zu programmieren, nein. Vor allem nicht in 2023, vielleicht 1996. Aber nicht mehr heute. Das ist ganz... Ja, ich will auf jeden Fall Flammy, bitte. Jedenfalls, das ist so für mich immer das Indiz, ob das Game was kann oder nicht. Oder ob da Herzblut drin ist oder nicht. Ob man sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat. Also, um nochmal ein paar positive Sachen zu sagen. Es ist technisch nicht so eine Katastrophe wie Popo und Karmesin, das sieht man sofort. Dazu kommt, dass die Kamera viel schneller ist und man sich selber viel schneller bewegen kann. Und bislang sieht es mir auch aus wie 30 Frames tatsächlich. Fange ein Bilzer, um die erste Bedingung für das Bestehen deiner Prüfung zu erfüllen. Nice shot! Die Animation, wenn man einen fängt, ist ganz cool. Oh, Teabaggen geht. Okay, das ist ein super Game. Das ist ein großartiges Game. Großartiges Game. Gefällt mir. Man kann Teabaggen. Mann, ich wünschte, ich hätte am Anfang einen Typ genommen. Und es ist genau das, was Samt gesagt hat. Du läufst einfach nur von Questmarker zu Questmarker. Ich hab doch nichts an den Augen. Hier ist doch lila, oder? Das ist doch lila. Aber wenn ich nah rangehe, ist es wieder weg. Hä? Ist das weiß? Ihr kennt doch dieses Bild mit diesem Kleid, wo die manchen denken, das ist golden, das andere blau. Habe ich einen Farbfehler? Soll das eigentlich Licht sein oder so? Okay, ich hatte gehofft, dass ich so in die Welt reingucke und da sind überall Pokémon hinten. Nennt das so ein... So ein starrer Lilly und dann da hinten ist irgendwie ein Bummels und dann sehe ich da noch ein Arceus und so. Kann ich übers Wasser? Lol, man kann schwimmen. Oder auch nicht. Sieht so dumm zum Schwimmen. Das Wasser sieht hier echt schön aus. Also, viel schöner als was wir aus Karmesin und Popo kennen. Und Schwertschild. Wenn du ein paar Mal ins Wasser gehst, lernt dich schwimmen. Lernt ihn nicht schwimmen. Kann man nie schwimmen? Wieso bin ich auch nur auf die Idee gekommen, ich könnte in den Shop rein? Wie kommt man auch nur, wenn da eine offene Tür ist, auf die Idee, dass man da rein könnte? Also wie kann ich auch nur daran denken, dass ich da rein könnte? Das ist ja auch unsinnig. Gibt es ja eigentlich ein Pokémon-Center? Sind meine Pokémon geheilt? Wie läuft das hier ab? Mein Flamly ist ja, mein Vollriegel ist ja tot. Wieso hat der einen Pikachu?
tun die mir das an? 1-3 schon. Das ist natürlich zweimal hintereinander. Das ist ekelhaft. Ne, ich weiß nicht, pennen muss ich hier auch nicht. War geheilt. Weiß auch nicht, wieso es geheilt war, aber es ist geheilt. War so wenig? Ausweichen! War einfach. War ein easy fight. Das wird Feuerregel ja wohl schaffen gegen... gegen... Weich aus! Weich! Ey, Feuerregel ist so scheiß wie... Volltreffer! Feuerregel kriegt schon wieder keine Erfahrung, Mann! Ich pack das gleich weg von der ersten Stelle.